läuft ja Dezember. Ich habe also am Antasten habe ich noch nicht irgendwas raten können. Also das ist so, ich möchte immer vorsichtig sein, dass ich diese wunderschönen Säckchen nicht kille beim Aufmachen. Ja, yes. Der 5. Dezember. In meinem wunderbaren Schäfchengeburtstag. Und alles hat so schöne Farben. Ihr wisst ja, dass ich so auf Farben stehe. Bunte Herzchen sehe ich da mal. Viele bunte Herzchen. Also die oder derjenige, die oder der das geschickt hat, weiß jetzt natürlich, von wem das ist. Ich tue da auch nämlich die Sackerln gut aufheben. So, das werde ich auch so aufmachen. Also wenn ich es irgendwie ohne Zerstörung öffnen kann, dann tue ich das. Und ihr müsst ja wissen, bei mir wird das alles aufgehoben. Deswegen habe ich da so eine heilige Ordnung bei mir. Ja, siehst du, so ein schönes Herzchenpapier, das muss aber dran glauben. Da hilft alles nichts. Das werden wir nicht zerstörungsfrei zusammenbringen. Da haben wir ein sehr hübsches Weihnachtssack mit einem pinkfarbenen Bändchen. Ganz wichtig. Und das ist mit lieben Schäfchengrüßen. Liebe Schäfchengrüße für Eliza von Martina Neubert. Vitamine, gluten- und laktosefrei und ein wunderschöner Teelichthalter, sehr hübsch. Der kommt doch auf die Weihnachtstafel und da gibt es einen Christmas Mix, also da geht es wahrscheinlich um Bratäpfel und Granatäpfel und Orange, Bratapfel, Nelke, Zimt. Also da koste ich doch gleich einmal. Ja, das riecht schon nach Weihnachten. Das riecht schon ein bisschen nach Weihnachten. Und Das sind kleine Engel und Sterne. Das ist ein Engel. Und noch ein Sternchen, das ist eine lustige Idee. Liebe Martina, vielen herzlichen Dank. Der hübsche Teelichthalter wird meinen Weihnachtstisch verschönern. Das hast du ganz lieb gemacht. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ich weiß das aus Erfahrung. Vielen lieben Dank.